Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Let's Play Watch Dogs. Wir haben jetzt ein Gruppenmitglied, eine Frau nämlich hier Clara. Und Clara ist ein DedSec-Mitglied. Hier könnt ihr auch selbst nachlesen, ne? Ihr kennt sie ja bereits. Und wir müssen jetzt hier erstmal den Brückenzugang suchen. Ah. Wenn du das kannst, bringst du mich rein. Tobias Fuhr. Aha. Hey, jemand war kürzlich auf dieser Insel. Sein Name lautet Tobias Fruer. Na klar. Tobias war einer der CTOS-Pioniere, bis Bloom ihn feuerte. Der Mann ist komplett verrückt. Oder auf Drogen. Oder beides. Wir wollten Kontakt aufnehmen, um was über die Insel zu erfahren. Er hielt uns eine Knarre ins Gesicht. Er lebt hier ganz in der Nähe. Im Obdachlosenlager. Obdachlos? Er versteckt da drin seinen illegalen Shop. DedSec versorgt sich bei ihm mit seltener Hardware. Vergiss ihn. Er ist paranoid und wird nicht reden. Ich kann sehr überzeugend sein. Warte, ich finde raus, was er weiß. Ich überlasse dir das Reden. Du möchtest wirklich, dass es diesen Ort gibt, oder? Es gibt ihn. Also glaubst du an diese Legende? Papa nahm mich früher mit zum Zelten am Mont Tremblant. Er sagte immer, dass wir Schätze suchen würden. Ich wusste damals nicht, dass er nur in die Hütten einbrach. Goldene Uhren, Werkzeug und sein Gesicht, wenn es mal was Besonderes war. Wie einmal, als ich eine rostige Münze fand mit irgendeinem Kaiser drauf. Er sagte, es wäre eine römische Münze. Unbezahlbar. Aber ich durfte sie behalten. Sie sei meine Tür in eine magische Welt. Das römische Imperium. Ich bin anscheinend ganz seine Tochter. Mit funkelnden Augen. Ich hoffe auch, dass der Bunker echt ist. Im Baum-Hotel gab es heute eine Bandenschießerei, die zur Explosion einer Gasleitung führte. Keine Angaben zu Opfern. Die Polizei untersucht den Fall. Da. Da hat Tobias seinen Laden. Das meiste ist Schwarzmarktmüll. Manchmal findet man seltene Baupläne, mit viel Glück. Er ist nicht da. Und jetzt? Jemand muss doch wissen, wie man sie erreicht. Ich sehe mich mal um. Ja, erstmal will ich sagen, hier im Obdach. Sehr viel Technik für so einen Ort. Das in so einem Ort die ganzen Obdachlosen da sind. Und keine Ahnung. Er strullt erstmal eine Runde und die eine war im ersten Monat schwanger und solche Geschichten, oder er war ein Militärveteran, dann Absolvent von einer höheren Schule. Hat er was? Hat er Ersparnisse für Erfindungen aufgebraucht? Ja. Super, Beruf Gartenhelfer, toll, und steht nicht mal bei, wie viel er verdient. Ehemaliger Zirkusartist. Voll traurig hier alles. Risikoanalysemanager. Verdient normalerweise so viel. Militärveteran. Hausverbot in Suppenküche. Ruf, wühlt den Container nach brauchbaren Dingen. Na super. Er sieht verdächtig aus. Adoptivvater. Der hier sieht aber so krank aus, vor allem weil er so viel verdient. Und so auffällig in dem Gelb. Naja, gucken wir mal weiter. Das hier sieht schon so böse aus, dass wir hier gleich durch müssen. Was? Handy ist. Was wird mir hier denn angezeigt? Okay.
Ah, es gehört jailbreaked, leidet an Demenz, Beruf Flyerverteiler. Vielleicht lassen Sie mich mitspielen. Alles klar. Erstmal lokalisieren. Eine Pokerrolle. Mal sehen, wo du dich versteckst. Das war's schon. Moment, was ist das? Noch jemand verfolgt den Anruf. Das sind sicher Fixer. Hey, du wirst mir das nicht glauben. Ich weiß jetzt, wo ich Frua finde. Ich sammle ihn jetzt auf. Da sind sie. Sie werden ihn schnell finden. Ich muss sie aufhalten. Was für eine Überraschung, dass wir mit dem Auto jetzt fahren. Mit Sicherheit schnell und robust. Du hattest recht, er ist paranoid. Aber ich hab ihn. Du willst alleine gehen, oder? Schon gut. Ich treffe dich auf der Insel. Komm, go, go, go. Ach, fick dich doch. So. Jetzt wäre in die richtige Richtung. Mit Vollgas. Auf jeden Fall sind wir schneller. Das ist ja schon mal gut. Aber so schnell ist er gar nicht. Erstmal ausbremsen. Alter, was ist denn das für eine Lenkung? Wir haben die Sau. Komm schon. Und rechts vorbei. Pow. Und weiter hinterher. Go. Beschleunigen. Rüberziehen. Ins Auto reinrammen. Hat nicht ganz funktioniert. Geil. Deinen eigenen Mann, ey. Endlich ist er wieder vorne. Alter, richtig krank. Die kennen ja sogar was. Nein. Nein. Gib Gas, Aiden. Ich fürchte, wir brauchen ein neues Auto. Ach, bumst sich doch. Wir müssen ihn vor allen Dingen neutralisieren. Ich hätte eben den Punkt nutzen müssen. Bam. So. Nevermann. Aber wir rauchen auch schon. Das ist scheiße. So, ein Auto haben wir neutralisiert. Boah, im Ernst? Noch eins neutralisiert, nice. Oh, immer diese Verfolgungsjagden, die ziehen dich aber auch so krass. Easy.
mein Geld im Voraus. Manu? Hier, den Kleinen kann man nehmen. Ich muss hier einmal... Ja. Danke. Lol. Lol. Einmal hier rüber. Einmal springen. Unter den Tunnel wieder und weg sind wir. Tschüss. Wir müssen sogar in die Richtung. Nice. Okay. Dann eine Runde Poker mit Tobias Schumer. Er ist der Schlüssel zu Claras Insel. Ich hab gedacht, der Kleine wäre schneller. So. Na, komm schon mal aus. Dahin. Alles klar. Keine Pizza isst, was? Ich kann das nie so schnell lesen. Das müsst ihr dann einem anhalten. Also ich kann eine Sonnenkreuzung direkt am Tunnelausgang machen. So. Hier rechts rüber. Wow. Oh, das Auto will ich freischalten. Junge. Bewegung. Unglaublich, der klaut mein Auto. Nein, tue ich nicht. Ich verfolge dich jetzt. BDSM-Forum, hä? Ach du Scheiße, das ist echt übel. Ja, du magst es doch, getriezt zu werden. Komm her. Und ich bin sogar schneller als du, naja. Nein, alles gut, alles gut. Erstmal konnten wir ziehen. Illegales Pokerspiel. Wer hätte das gedacht? Einer von den Typen muss dabei sein. Ja, und wer? Was ist denn mit dem hier? Wer ist er denn? Detzek-Mitglied, aha. Aber Ingenieur bei Blue. Gucken wir mal, wie lässt es hier Poker so spielen? Ja. Also gut. Okay, dann bin ich ja mal gespannt, wie das hier so abläuft. Was war das? Ass und 3, so. Ne, Ass und 6. Gehen wir mal bei zweimal Kreuzes. Erhöhen wir mal ein bisschen. Wer bist du? Ich kenn dich nicht. Ich kenn ihn nicht. Ganz ruhig. Bist du Tobias? Das geht dich nichts an. Ich nehme das mal als Ja. Nein, nimm es als, das geht dich nicht an. Der ist das, der, die Stimme passt ja überhaupt nicht. Hat dich Blum deswegen gefeuert? Alter! Alter! Verfolgen? Tobias! Stopp! Alles klar. Einmal drüber. Das Problem ist, wir müssen ihn fangen, wir müssen ja noch mit ihm reden. Und er kann ziemlich gut klettern.
So, darüber. Mich willst du gar nicht. Ich will dich auch nicht umbringen. Oh, im Ernst? Really? Ach so, Lol. Ich glaube, den habe ich verloren so gerade. Mein Gott, ich wollte doch das Tor haben. Nichts anderes. Und wieder hoch. Hopp. Lol. Ganz ruhig, Junge. Ganz ruhig. So, jetzt können wir ein paar Meter aufholen. So, oh mein Gott, das dauert immer. Alter. Das dauert doch immer so lange. Aiden! Wenn ich jetzt wüsste, dass ich da hinten was hacken könnte oder so. Oh, ich sehe die Teile immer viel zu spät. Oh, Aiden! Mach keinen Scheiß! Oh Gott, das ist aber. Das ist echt schwer. Ich will dir ja gar nichts tun. Ruhig jetzt. Also, ich brauche eine Sache. Und dann kannst du gehen. Nein, niemals. Die finden es raus. Ich bin keiner von denen. Warum sollte ich dir trauen? Weil ich es mir auch einfach nehmen könnte. Das reicht mir nicht, Mann. Also gut. Ich arbeite nicht mit wem du denkst. Niemand muss von dieser Unterhaltung erfahren. Der Bunker ist isoliert. Abgeschnitten. Da ist kein Strom. Kapierst du das? Das Ding ist praktisch eine Gruft. Okay. Damit komme ich klar. Das war's von Anfang an, wenn man drüber nachdenkt. Eine Gruft. Jeder, der mit diesem Ort in Berührung kam. Wir stehen alle mit einem Fuß im Grab. Aber ich bin okay. Hier bin ich sicher. Denke ich. Klar. Tobias. Ich brauche den Brückenschalter. Bitte. Der ist von mir, weißt du? Dieser Kasten. Ja. So was mache ich. Ich bastel. Großartig. Dann gib her. Ja. Fein. Sicher. Oh, der wird bestimmt erschossen. Ja, nimm du ihn. Gut. Ist dein Begräbnis. Ist schwer, was? Glaub mir, Mann. Der wird immer schwerer. Hey, hör mal. Wenn du irgendwas brauchst, egal was, komm zu mir. Ich baue alles. Scheint so. Die Stimme passt überhaupt nicht zu ihm und irgendwie scheint er auch ein bisschen durchgeknallt zu sein. Besuchen Sie Tobias Untergrundgeschäft. Kaufen Sie bereits fertig hergestellte Tools. Tobias Shop ist das einzige Geschäft, das Waren wie Gemcoms, Blackouts, CTS-Scans verkauft. Alles klar. In Eiswagen können wir den auch fahren? Raus da! Geil. Haben wir erstmal einen Eiswagen freigeschaltet, so muss das. So, und wir brauchen erstmal weniger Schaden jetzt mittlerweile. Das ist dann doch relativ wichtig. Oh. Ich könnte leicht so enden wie Tobias. Ich werde von denselben Leuten gejagt. Scheiße, obdachlos bin ich ja schon. Geil. Aber ihr wart irgendwie heimlos. Er muss vorsichtig sein. Er wird von Fixern gejagt. Wenn die ihn finden,
Wer weiß, was sie tun. Hey, übrigens, Maurice hat eine Location ausgespuckt. Er ist sicher, dass du dort etwas finden wirst. Er meint, wenn du antworten willst, musst du seiner Spur folgen. Was auch immer das bedeuten soll. Aber vielleicht bringt's was, hm? Sicher. Das ist gut. Er will, dass ich seine Gründe verstehe. Du musst ihn dafür belohnen, okay? Wie, mit einem Keks? Keine Ahnung. Sei kreativ. Alter. Alles klar. Wohin müssen wir dann? Achso, steht schon auf der Karte. Alles klar. Da unten. Wieder zur Brücke. Go, go. Und diesmal haben wir auch ein relativ fixes Auto. Das bricht... Boah. Bricht ziemlich krass aus. Die Hafenbehörden haben einen Container konvertiert, die militärtaugliche Waffen im Millionenwert enthielt. Die Ladung kam aus Rüstung. Der Typ muss hier irgendwo sein. Erklärt. Laut Polizei war die Aktion Teil einer Großfahndung. Näheres ist nicht bekannt. Ah, da war er schon, alles klar. Wie komme ich zu dem hin? Scheiße. Nice. Schnell hingekriegt. Oh, oh. Und Verbrecher neutralisiert. Ruf verbessert. Opfer unverletzt, jawohl. Das war das Ziel. Oh, eine neue Waffe freigeschaltet. Ach, ich spiele nur so rum. Ah, kein Sound hier. Scheiße, ich will ein Zivilist getötet, ey. Ne, zwei verletzt sogar, hä? Ich hab nur eine getroffen. Boah. Das ist krass, wenn man mit so schnellen Autos unterwegs ist, dann fängt er schon mal wieder gerne an zu lecken. Ich will auf die richtige Spur, danke. Das Navi funktioniert übrigens einwandfrei. Das finde ich super. Es gibt Spiele, die finden kompliziertere Wege. Erstmal schön schnibbeln. Links, ups, links vorbei, das war ein Leck. Rechts vorbei. Wow, da ist er ausgebrochen. Wow, wow, wow. Mal schön die Brücke hochziehen, ne, ist klar. Wow, einen schönen Drift hinlegen. Und war das ein Mustang? Ne. Ich hab gedacht, ich hätte den zerschreddert. So. Ist gerade viel los auf der Straße. Wenn da so einen kleinen Wagen von eben. Nein, 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 oh. Ich will immer so spektakulär bremsen und schon mal raus, aber. Ich finde es geil, dass sie diese Klettermoves richtig gut integriert haben. Aber gut, wie gesagt, ähnlich wie Assassin's Creed und haben sie ja schon Ewigkeiten an den Kletteranimationen gearbeitet, von daher. So, jetzt sind wir da, hüpfen wir den Stein. Und beenden hiermit die Folge. Macht's gut. Schaut beim nächsten Mal wieder rein. Ciao.